Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Voice 82 mit einem weiteren Unboxing-Video für euch. Und ich bekam ein Paket von meinem lieben Arndt, einem guten Freund von mir, aus Bad Olsen, der mir vor vielen, vielen Monaten mal ein Honigglas geschenkt hat, ein Mystery-Unboxing-Video. Und hier ist eine Edition drin, die eigentlich ein Tausch war, und zwar er bekam von mir das John Rambo Zawisti Book geschenkt, dafür habe ich eben von ihm das hier bekommen. Und wir machen einfach mal auf und gucken uns mal an, was da Schönes drin ist. Und er hat mich gefragt, ob ich denn dafür auch ein Video mache. Soll ich das auf, lieber Andi? Eigentlich habe ich nicht mehr vor, Videos zu machen. Also das war vor dem ganzen Vorfall jetzt hier, bevor dem neuen Video jetzt. Also pass auf, okay, ich mache das jetzt trotzdem, und da ich jetzt wieder voll mit dabei bin, mache ich jetzt auch hier auch mit. Und hier ist da schon mal diese schöne Box von der Edition, und er hat mir gesagt, er schickt noch ein weiteres Glas mit, wieder von dem echten deutschen Honig von Sascha Kalter. Also unbedingt mal ein Sascha Kalter Honig essen. So, Karton kommt auf Seite, und die haben eben dann die Deluxe Steelbook Edition von, ja, von was könnte es sein? Von Daredevil. Ja, was mich ein bisschen extrem nervt, dass irgendwie diese schwarze Box ausgehoben ist, aber hier an den Seiten ist dann der Adresssticker, und auch hier unten ist auch der Adresssticker drauf. Also das haben sie dann genau so verschickt, also wirklich sehr, sehr übel, liebe Zawi. Und ja, wir machen einfach mal auf und gucken mal an, was da drin ist, und zwar das Daredevil Steelbook in der UK Exclusive Steelbook Collect Edition, und mal sehen, was da alles mit dabei ist. Wir haben hier einmal die Daredevil Pop Art Pop Marvel Figur. Ich mag diese Figuren ja überhaupt nicht, gebe ich ganz offen zu, ich finde sie abgrundtief hässlich, und irgendwie auch passt hier diese Farblage überhaupt nicht dazu. Und ich denke mal, das kommt bestimmt irgendwann mal als Gewinnspiel. So, dann haben wir hier noch eine Kaffeetasse mit Daredevil vorne drauf. Die schaut so aus, auch richtig cool. Die gefällt mir zum Beispiel sehr cool, ist sehr gut. Wenn ich Kaffee trinken würde, wäre das anderes, aber ich trinke leider keinen Kaffee. Aber wahrscheinlich meine Frau freut sich darüber bestimmt extrem sehr. Ja, und dann geht es hier noch weiter mit einem, oh, das ist schon mal geil, ein Marvel Notizblock. Der schaut echt stark aus. Überall steht hier Marvel drauf. Also das Ding ist wirklich echt, echt schick mit den ganzen verschiedenen Charakteren und wirklich sehr schön. Und auch innen drin schaut so aus, hier natürlich ein Notizblock oder ein Notizbuch und wirklich auch mit einem roten Rand außenrum. Also das ist wirklich sehr schön und schaut wirklich sehr toll aus. Aber vielleicht gibt es auch mal das als Gewinnspiel. Oder meine Frau nimmt. So, dann haben wir hier noch dann The Coast 1, ein Comic. Civil War 2, das schaut so aus. Papier ist natürlich extrem dünn. Und ja, es ist halt ein Comic, ne? Es ist jetzt nichts. Auf jeden Fall eine Bonus Digital Edition heißt es auf jeden Fall hier drauf. Ja, ein Comic. Und dann haben wir hier noch eben dann Festival-Streifen. Ganz geil. Ja, also ist natürlich ganz lustig, wo Marvel draufsteht, aber ist es auch nicht unbedingt so sinnig, die jetzt zu bekommen. Ja, und dann eigentlich das Schmuckstück von dieser ganzen Edition ist eigentlich das Steelbook von der Serie Daredevil in der Season 1. Und halt euch fest, da ist deutscher Ton drauf. Ich hau mich in den Zug. Ist ja mal saugeil. Sau, sau geil. Hammergeil. Ist ein 4-Disc-Set. Und als Audio haben wir hier Englisch und German. Und kein Französisch, kein Spanisch, sondern Englisch und Deutsch. Absolut geil. Absolut geil. Das haut mich jetzt gerade ein bisschen vor die Socken, ohne Scheiß. Und ebenfalls als Untertitel, ebenfalls Deutsch und Englisch. Geht 702 nun diese Serie.
Ich habe jetzt die Serie noch nicht wirklich weit angeguckt, aber bin sehr gespannt. Das Covermotiv ist in Schwarz-Weiß gehalten und eine blutige Hand. Und ich bin gerade immer noch etwas schockiert. Deutscher Ton ist da drauf. Sau geil. Da ist ja schon mal was richtig Cooles. Und dann kann ich mir schon mal sparen, mit dir auf Deutsch zu holen. Und dann packen wir mal aus. Und wir haben hier auch eine richtig coole Prägung dabei. Pappschuber. So, und das schaut so aus, hier vorne drauf. Ich habe das jetzt falsch Stativ genommen. Und wir haben hier eine Tiefenprägung, eine normale Prägung hier. Hier ist ein kleiner Glanzlack drauf. Und hier eben ist hier alles rausgestanzt. Der Devil ist hier geprägt. Schaut echt sehr, sehr cool aus. Richtig stark. Und an der Seite hier Marvel Daredevil. Das Backmotiv, finde ich jetzt nicht berauschend. Nur wo Marvel draufsteht, ist auch Marvel drin. Also na, das ist jetzt etwas langweilig, gebe ich ganz offen ehrlich zu. Finde ich extrem langweilig. Wirklich extrem langweilig. Und hier innen drin haben wir eben dann, auch cool, nicht keine gestapelten Discs. Nein, wir haben hier wirklich ein Zwischenteil, wo dann die Discs drinstecken. Und natürlich in Blau, aber ist egal. Und wirklich auf Deutsch. Wir machen mal kurz die Discs raus. Ich fand ja auch den Film Daredevil auch nicht schlecht. Also, so, und jetzt haben wir hier noch dann die Innendruck in Rot und Schwarz gehalten. Okay, im Video kommt eher Orange und Schwarz rüber, aber es ist auf jeden Fall Rot. Schaut auf jeden Fall sehr cool aus. Und ja, also das Steelbook ist wirklich echt Bombe und deutscher Ton. Ja, deshalb wird es alles hier enthalten in dieser Edition von dem Daredevil Steelbook Deluxe Edition. Comic, Tasse und halt eben hier diese Pop-Art-Figur und dieses Buch. Ich mag die echt nicht. Mir gefallen die überhaupt nicht. Vor allem das, diese Farbe, entweder das ist eine Deluxe Edition hier mit diesem komischen gelben. Ich will sie gerade auspacken, wie ihr hier seht. Also, das Ding ist nicht schön. Echt nicht schön. Ach, Funky Pop heißt sie genau. Oder Funko Pop. Also, wie gesagt. Aber trotz alledem, eine schöne Edition. Nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Arndt, für das geile Teil. Und ja, das ist die Deluxe Edition von Zavi exklusiv mit dieser Editionsbox hier, wo der Text draufsteht. Okay. Aber ich kann es nur noch tausendmal wiederholen. Deutscher Ton, also jetzt holt es euch auf jeden Fall. Aber ich glaube, die ist ausverkauft für mir alles durch das Steelbook von Daredevil bei Zavi. Aber es kommt auch beim Mediamarkt raus. Und da ist auf jeden Fall deutscher Ton auf jeden Fall drauf. Ja, liebe Filmfreunde, das war es erstmal wieder von mir. Und bis demnächst, euer Forst 80. Tschüss mit Ö und Piep.